Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich eine Rezension für euch und zwar zu dem Buch Losing It, alles nicht so einfach von Cora Carmack. Und ja, auf dieses Buch war ich wirklich sehr gespannt, weil ich viel Gutes darüber gehört habe und weil ich gehört habe, dass der Schreibstil von ihr wirklich auch sehr gut sein soll. Und deswegen wollte ich es unbedingt lesen und es ist ja auch wirklich nicht dick, es ist ein ziemlich dünnes Buch und so für zwischendurch habe ich mir gedacht, könnte das mal ganz cool sein. Und ja, es geht um Bliss Edwards. Bliss Edwards ist 22 und hatte noch nie Sex, sie ist also Jungfrau. Und da zum Beispiel ihre Freundin sie deswegen ziemlich aufzieht, weil sie halt schon ziemlich alt ist und immer noch keinen Sex hatte, zieht sie halt damit so ein bisschen auf und Bliss entscheidet dann kurzerhand, dass sie in eine Disco geht bzw. in eine Bar geht, dort einen Typen aufreißt und ihre Jungfräulichkeit verliert, damit sie endlich auch Sex hatte und, sag ich jetzt mal, mitreden kann bei den anderen. Ja, sie macht sich mit ihrer Freundin auf eine Tour, die beiden gehen in eine Bar und sie gucken, ob sie jemanden finden, aber irgendwie ist da niemand, der Bliss so wirklich gefällt, bis sie dann Garrick sieht. Ich glaube, er hieß Garrick. Genau, bis sie dann Garrick sieht und ja, irgendwie findet Bliss Garrick ziemlich sympathisch, die beiden quatschen eine Runde und dann entscheidet sie sich dazu, ihn mit zu sich nach Hause zu nehmen. Ja, sie nimmt ihn mit zu sich nach Hause, die beiden kommen langsam zur Sache und kurz bevor es geschieht, läuft Bliss weg. Ja, also ich musste wirklich sehr lachen, sie läuft wirklich tatsächlich weg mit einer ziemlich coolen Ausrede und es ist ihr total peinlich, aber sie bringt es dann einfach doch nicht übers Herz, mit einem völlig Fremden Sex zu haben. Ja, das ist ja noch nicht peinlich genug und am nächsten Tag geht sie in die Schule, beziehungsweise in die Uni, glaube ich, geht sie und plötzlich steht Garrick vor ihr und Garrick ist ihr neuer Dozent. Ja, also das ist für Bliss ein ziemlicher Schockmoment, als sie dann sieht, oh scheiße, Garrick, von dem ich gestern weggelaufen bin, ist mein Dozent. Eine ziemlich peinliche Situation, aber auch wirklich sehr unangenehm, weil, ja, man kann sich das ja vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr habt fast Sex mit jemandem und dann trefft ihr den im Klassenraum wieder und es ist euer Lehrer, der euch unterrichten und euch was beibringen soll. Das ist wirklich unglaublich unangenehm und ich konnte Bliss sowas von verstehen. Ja, wie fand ich das Buch? Ich fand das Buch wirklich super, weil es mir vor allem sehr gut gefallen hat. Dieser Schreibstil ist einfach so lustig. Ich habe mich wirklich zeitweise sowas von kaputt gelacht, weil sie schreibt einfach so lustige Sachen und dann werden immer Sachen in Klammern gesetzt, wo man dann erst recht drüber lachen muss. Und ich fand das wirklich super, super witzig. Auch die Geschichte dahinter fand ich eigentlich ganz cool, weil ich finde so Schüler-Lehrer-Sachen eigentlich immer relativ lustig. Ich weiß nicht warum, finde ich eigentlich immer ganz interessant, wie die das dann so meistern. Und ja, also wie gesagt, es war ein wirklich sehr lustiges Buch. Ich fand es gut. Ich werde auch auf jeden Fall den nächsten Teil lesen. Da geht es nämlich, glaube ich, um Bliss' besten Freund. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall, das Buch war zwar sehr kurz, aber trotzdem war alles darin enthalten, was man sich, glaube ich, jetzt mal hätte wünschen können. Es war eigentlich auch sehr realistisch geschrieben. Und wie gesagt, dieses Lustige hat mir einfach so gut gefallen. Also jeder, der irgendwie was Lustiges, also so einen lustigen Schreibstil sucht, ist hiermit richtig. Ich fand es total witzig. Ich hoffe, das behält sie in den nächsten Teilen bei. Denn nach After Forever, der letzte Teil der After-Reihe, den ich so unglaublich traurig fand, habe ich dieses Buch gelesen und es kam mir einfach sowas von gelegen. Und deswegen kann ich euch Cora Carmack einfach nur ans Herz legen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie ihre nächsten Bücher werden. Aber ich denke, auch darüber werde ich euch dann auch berichten, wenn ich weitere Rezensionen hochlade. Aber dieses Buch ist eine wirkliche Empfehlung von mir. Ich fand es super gut und ich freue mich wirklich schon auf den nächsten Teil. Und bin mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt und ob es weiter so gut wird. Und ob die Geschichten mir so gefallen, beziehungsweise auch die Charaktere. Weil ich glaube, dann halt in den nächsten Teilen geht es um Nebencharaktere. Und ich bin dann halt immer so gespannt, ob mir die Charaktere dann gefallen, wenn man sie halt näher kennenlernt. Weil bei so einem kurzen Eindruck, finde ich, kann man die Charaktere nicht immer so richtig einschätzen, sondern nur so grob, sage ich jetzt mal. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr darauf, andere Charaktere ein bisschen näher kennenzulernen. Ansonsten war es das eigentlich schon. Da gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Sterne das Buch von mir bekommen hat. Könnt ihr ja mal in meiner Rezension nachgucken. Ich glaube 4 oder 5. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es das mit meinem Video auch schon. Denn dazu gibt es nichts weiter zu sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!